Servus Leute und willkommen zurück zu Turmöl im Expertenmodus, so wie es von euch gewünscht war. Ich nehme das jetzt um 16.45 Uhr, circa 17.50 Uhr auf, 17.30 Uhr soll es erscheinen, deswegen schauen wir mal, dass wir da reinkommen und natürlich im Expertenmodus. Und dann würde ich sagen, bitte wähle einen Charakter. Wir wollen diesmal spielen den Larry, der gefällt mir am besten. Ha, ich bin schon seit Ewigkeiten in Öl geschossen, das hat mich stinkreich gemacht. Ich rauche gerne Zigarren, kaufe ihn und ich zünde sie mit einem 100-Dollar-Schein an. Spezialkraft Larry wirft gerne mit Geld um sich, deshalb beginnt er jedes Level mit 2500 anstatt von 2000, das finde ich geil. Hallo ihr, ich sehe vielleicht jung aus, aber das ist nicht mein erstes Rodeo. Seit meinem dritten Lebensjahr hat mich mein Dad mit zum Rodeo genommen und er hat mir alles über Öl beigebracht. Spezialkraft, Barney. Cool. Ha. Jetzt wird gerade das Spiel geschlossen. Ich hoffe, die Aufnahme läuft weiter. Ja, genau. Keine Ahnung, was jetzt gerade war. Und er hat mir gesagt, Brani wird niemals eine Chance bei ihr haben, aber Lisa behält das für sich, so muss sie nie Spillage-Strafen zahlen. Das wäre eigentlich was für mich. Schön, dich kennenzulernen. Ich habe Kohle in England ausgegraben, aber Öl ist so viel einfacher an die Oberfläche zu befördern. Das Wetter ist hier auch viel schöner. Spezialkraft. Henry hat eine außergewöhnliche Bindung zu Maulwürfen. Du wirst nicht mehr nach Diamanten suchen müssen. Falls es einen Diamanten in dem Level gibt, wird Henrys Maulwurf ihn bereits entdeckt haben. Finde ich jetzt nicht so cool. Jim Bob, wie geht es euch allen? Ich habe Schlangenöl verkauft, aber sehr schnell herausgefunden, dass echtes Öl mehr Profit bringt. So erspare ich mir auch ein paar blaue Augen. Spezialkraft. Jim Bobs Cousin reist Jim Bob immer voraus und zeigt an, am Anfang von jedem Level zum Weißen zu etwas Öl. Ich finde die Lisa ganz geil, weil das nicht überläuft, aber wir schauen, dass wir sie sowieso nicht überlaufen. Die 2500 ist nett, gerade zum Anfang. Das finde ich halt auch geil, aber nur Diamanten, naja, keine Ahnung. Das ist halt cool, weil du gleich ins Bohren beginnen kannst. Larry oder Jim Bob? Larry oder Jim Bob? Larry oder Jim Bob? Ich nehme Jim Bob. So, hey du schon wieder, glaubst du, dass du das Zeug hast, um die Experten zu schlagen? Lass uns zum Rathaus gehen, um zu sehen, gegen wen du antrittst. Hier auf jeden Fall, kein Problem, gleich einmal auf die Weltkarte. Und ja, es beginnt im Endeffekt genauso wie die letzten Male. Das haben wir ja vorher alles gelesen, deswegen können wir gleich das durchklicken. Ich werde dir ein eigenes Stück Land zuweisen, dass das erste geht aufs Haus. Okay, dann machen wir mal das. Das war alles noch so klar wie beim ersten oder wie beim letzten Mal. Guten Tag, um die Eröffnung meiner brandneuen Bank zu feiern, habe ich für jeden von euch ein Bankkonto eröffnet. Ihr könnt jetzt wissen wir auch jetzt alle schon vom letzten Mal. Und im Endeffekt, wenn ich mich nicht täusche, genau, es ist schon eine Zeit lang her, wo ich das letzte Mal gespielt habe, beziehungsweise wo ich auch das erste Mal gespielt habe, geht's gleich los und wir legen los mit dem Ding. So, der weiß das natürlich gleich, so, das bedeutet, wir können gleich aufbauen und gleich einmal, wir haben gesagt, immer so 2 Meter, so, das ist W, da brauchen wir 3 Stück, dann brauchen wir ein Silo, perfekt, das haben wir gleich gefunden auch noch, das haben wir wirklich schön gemacht. Wir haben keinen Preis über 3000, aber wir müssen gleich einmal wieder Wunschrücken gehen. Einen noch und noch einen. Dass da gleich einmal ordentlich was vorangeht. So 97 Cent links, da ist es über 1 Dollar. Da schauen wir gleich einmal, dass wir 2 zum Verkaufen schicken. Dann sollte das eigentlich passen. Und ich muss ehrlich sagen, ich will dieses Mal viel ruhiger das Ganze angehen. Weil wir werden da ziemlich gechillt jetzt loslegen. So, der hat was gefunden. Jetzt ist halt die Frage, sollte ich, das ist schon weit. Da wäre es fast, ja, es ist am Anfang, glaube ich, überhaupt sinnvoller, noch mit 2 Türmen zu arbeiten. Weil wir halt nicht so schnell hin und her können. So, da ist der Preis im Keller, vergesst das, lagert sein. Der hat gefunden, das passt auch ganz gut. Ja, ich werde jetzt den Bart schnell aufnehmen, circa die 15 Minuten, das eine Jahr da ablaufen lassen. Aber ich weiß gar nicht, es erst am März endet. Okay, der hat das da gefunden, das ist nicht so toll. Ja, yeah. Alles scheiße jetzt gerade. Weil ich nicht weiß, wie ich das am blödesten machen soll.
Wir werden einmal da halb bohren. Der hat das gleich daneben gefunden. Das Blöde ist, ich kann keine zweite Abzweigung machen. Das war nicht gut. Und da kann ich auch keine mehr machen. Das ist beschissen. Ich habe da ziemliches Problem jetzt gerade. Ich kann nur einen neuen Turm dazwischen stellen, oder? So, wir werden mal da über die 500 aufnehmen, dass ich darüber pumpen kann, halt bohren kann. Ich hoffe, ich treffe gleich das Vorkommen. Aber ich schätze nicht. Na. Schade, dass ich nicht nachträglich ein Vorkommen abreißen kann oder so. So, wir stellen aber gleich nochmal einen an. Letzter Monat, wir müssen verkaufen. Scheiße. Auf das habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass ihr das noch so schnell vergeht. Wir können da gar nicht so lange warten. Nein, das war jetzt Failer. Ich wollte eigentlich einen Pferdewaggon kaufen. Der Preis ist da höher. Schnell dort alles verkaufen. Ah, das. Wir fehlen schon wieder herum. Wir können gar nicht so viel. Wir dürfen gar nicht so viel machen. Alles verkaufen, so viel wie geht. Wir hätten da gar nicht bohren mehr müssen darüber. Weil die Leitung das gar nicht ausrüsten lassen kann so richtig. Und wir das ganze Zeug gar nicht mehr wegbekommen. Ich muss jetzt wieder komplett anders anfangen als beim ersten, halt als bei den letzten Male, weil ich ja jetzt viel kleiner wieder bin. Ich habe keine Erweiterungen und so weiter und so fort. Deswegen ist das gar nicht so einfach. Wir können da auch nie das leer machen, am Anfang noch. Und wir hätten da wirklich nur mit zwei Türmen arbeiten sollen und fertig aus. Ja, okay. Egal, aber trotzdem einen schönen Profit gemacht, kein Overflow erzeugt. So soll es sein. Schauen wir mal, wir haben nicht das meiste Geld bekommen, aber ja, dritter sind wir. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, die Fabrik ist fertig, Ölförderungsleistung, genau. Die werden wir gleich nämlich einmal machen, die 7,5 da einsetzen. Und was ich auch noch, ja, die Abzweigungen finde ich nämlich extrem wichtig. Wegen am Bohren, weil wir das ein bisschen anders machen. So, jetzt brauchen wir da ein 2000er Darlehen oder was. Ich glaube ein 4000, 5000er circa. So, Landauktion. So, bitte gebt eure Gebote ab. Ich habe mir das ziemlich wurscht. Da war ein geiles, aber ich sage mal da drüben. So. Der hat auch sich breite, Lisa hat sich auch breite 2 gekauft. Wir könnten uns noch um 2000 was kaufen, aber da gibt es nichts mehr. Wir haben zu viel Geld aufgenommen. Ja, egal, mit 2000 wieder rein. Und dann legen wir wirklich los. Bis 1. Juni, so. 2 Pferde, das muss dann gleich gehen. Komm, aha, schon Zweitboard. So, dann kommt da ein Bottich. Da wird einmal eingelagert. Und wir graden gleich ab, weil wir haben ja die Abzweigungen gemacht. So, die Abzweigungen und das größere Fördervolumen. Und ich bin gerade am überlegen, ob ich... Ich werde gleich noch so einen... Achso, jetzt haben wir eh schon einen Scout angestellt. Egal. Ich hoffe, die finden gleich noch irgendwas. So, da herüben hat er gleich was gefunden. Da wäre es vielleicht interessant, von oben gleich nochmal eine Leitung zu ziehen. So schief rüber und dann hinunter. 70 Cent für... Wir kriegen das Zeug nicht abgebunkert. Ich hoffe, ich bin nicht zu tief. Na, schaut gut aus. Habe ich es erwischt? Scheiße, gerade so nicht. Jetzt muss ich da so... Dem ich nochmal rüber. Schaut, dass der nicht wirklich genau drunter steht, weil er steht manchmal schief und so weiter, das ist ein bisschen nervig. Wir kriegen gerade keine Kohle für das Zeug, so richtig. Und wir müssen ein bisschen achten, dass wir nicht volllaufen. So, 2.
Mehr kann ich mir nicht leisten. Und ich hoffe, dass der Preis jetzt nachher gleich einmal ein bisschen besser wird. Okay, das eine Vorkommen ist zu Ende. Jetzt wird nur mehr das andere. Ach, der Preis ist im Arsch. Was? 30. Juni, Februar, März, April, ja. Ich weiß nicht, ob ich upgraden noch soll. Aber ich glaube nicht. Das ist so 101 gegenüber das letzte Mal. Die letzten Male haben wir einfach schön immer schon voll Gas geben können. Und jetzt haben wir wieder das ganze kleine Zeug. Das ist viel schwieriger, finde ich, als wenn du da schön groß hast. So, einen lasse ich einmal stehen. Obwohl, eigentlich könnte ich alle zum Abfördern bringen. Das muss ich ausgehen eigentlich. Vielleicht müsste ich noch ein Pferd einstellen, nachher auf die Schnelle, falls der voll laufen würde, aber ich glaube fast nicht. So, 1,30 ist ein geiler Preis. Wir müssen richtig schauen, dass wir voll werden. Halt, dass wir ordentlich Kohle verdienen gleich bei den ersten Male. Umso mehr können wir die Upgrades kaufen und so weiter. Und die sind wirklich wichtig. Also ich finde es jetzt gut, dass man so zeitig schon das Abzweigungs-Upgrade. Wir werden jetzt nachher die Pferde relativ schnell upgraden, vermute ich einmal. Es gibt kein Ölvorkommen mehr. Das bedeutet, es wäre das letzte. Ja, ich weiß nicht, ob sich das ausgeht. März, April, Mai, Juni eigentlich schon, weil es ist bis zum letzten Junitag, oder? Ja. Bis zum letzten Junitag sollte das eigentlich wegbekommen. Und wir müssen schauen, gleich gibt es links den besseren Preis. In der Left Incorporation. So, alles zu da drüber. Geil, super Preise, geiler Verdienst. Wir haben zwar einen Kredit aufgenommen von 5000 oder so. Halt, das sollte man unbedingt machen. Was ziemlich knapp noch wird, vermute ich einmal. Aber mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Halt, wir haben ja noch ein ganzes Lager voll. Halt, wir müssen so, keine Ahnung, so 7.000, 8.000, glaube ich, machen, dass es sich ausgeht. Und ich glaube, wir kriegen das mit den Pferden nicht weg. Wir werden noch zwei Pferde anstellen. Ich bin mir nicht sicher. Ich will, umso früher wir fertig werden, umso geiler ist es. Auch wenn die Ausgaben jetzt ein bisschen höher waren dadurch. Aber ich glaube, die sind dann herinnen. Weil sonst fällt jetzt der Preis sowieso. Und wenn der Preis unter dem Preis, halt, wie das fällt, können wir nicht mehr verkaufen. Oder es bringt sozusagen das Verkaufen nichts. Wir werden zwar jetzt wahrscheinlich alles verkaufen. Vorkommen ist auch leer, perfekt. Das bedeutet, es muss jetzt nur mehr das Pferd irgendwann abbunkern. Und wenn das fertig ist, wenn die verkauft haben, können wir auch schon beenden. Gut. Perfekt. Darf ich beenden? Darf man nicht mehr vorzeitig beenden? Spiel anhalten, na, vorzeitig beenden. Ich will vorzeitig beenden, es gibt ja nichts mehr. Es ist leer. Das war ein Scheißgebiet. Warte mal, das war wieder X zum Vorspulen. Ich finde das jetzt ziemlich schade, dass ich da nicht vorzeitig beenden kann im Expertenmodus. Weil wir haben ja Wünschelrutengear offen gehabt und das bringt einfach nichts. Ich glaube, das ist ja später dazukommen, das vorzeitig beenden. Keiner denkt, dass wir so ein kleines Gebiet bekommen. Wir hätten uns die Gebiete vielleicht merken sollen vom letzten Mal, wie viel die... Da gibt's noch Öl. Ah, Blödsinn. Die Scanner können noch nicht so weit hinunter. Scheiße. Wir haben ein Minus gemacht. Extremer Kack. Ja, Werkstatt, danke. Auf das habe ich nicht gedacht. Ach Gott, liebe Leute. Aber auf so gut Glück versuchen zu scannen, halt zu bohren, ist halt auch wieder irgendwas, haben wir gesagt, das machen wir nicht mehr. Ich überlege gerade, ob ich im nächsten Part dann einfach so 10.000 annehmen soll. Dass wir die zweite Tiefe bekommen, das Upgrade, weil das wirklich wichtig ist.
und wir dann vermutlich auch leichter vorwärts kommen. Ja, liebe Leute, aber ich sehe gerade auf die Uhr, 15 Minuten sind zu Ende. Expertenmodus Part 1 ist gestartet. Ich werde es weiterhin ganz normal durchnummerieren, glaube ich, und nur einen Titel schreiben. Und ich hoffe, es gefällt euch weiterhin so. Wir werden das ein bisschen ruhiger angehen, werden versuchen, das genauer zu machen, werden versuchen, weniger Fehler zu machen und werden versuchen, der Ölbaron hier zu werden. Bis zum nächsten Part, bis dann, tschüss.